Henning Hülleitner kraulte im EM-Becken zur ersten Medaille. Der Frauenvierer und die Teamsprinter legten im Velodrom nach. Am ersten Finaltag der European Championships haben die deutschen Schwimmer und Radsportler in Glasgow mit 4x Bronze einen glänzenden Start hingelegt. Die Ruderer enttäuschten dagegen. Das erste deutsche Edelmetall bei der Premiere der Multi-EM holte etwas überraschend der 21-jährige Mühlleitner mit seinem dritten Platz auf Paul Biedermanns Weltrekordstrecke 400 Meter Freistil, der Zeitplan der European Championships. Die Medaille ist das Sahnehäubchen, sagte der Neckarsulmer, der nach starkem Schlussspurt und 3:47,18 Minuten anschlug. Ich bin auf den ersten 300 Metern mein eigenes Rennen geschwommen und habe mich erst auf den letzten 100 auf die anderen konzentriert. Ich bin glücklich, dass das aufgegangen ist. Gut anderthalb Stunden später triumphierte der Bahnradvierer in deutscher Rekordzeit von 4:23,105 Minuten im kleinen Finale der Mannschaftsverfolgung gegen Polen. Ohne die im Training schwer verunglückte Olympiasiegerin Christina Vogel holte sich Miriam Wette im Teamsprint ebenfalls Bronze, mit der ehemaligen Juniorenweltmeisterin Emma Hinze an ihrer Seite. Medaillenhoffnung Köhler im Finale. Mühlleitner war bei den Schwimmern, die nach dem Olympiadebakel 2016 in Rio und der schwachen WM im Vorjahr in Budapest den Weg aus der Krise suchen, nicht der einzige Lichtblick. Rekord teilt Aaron Sarah Köhler unterstrich als Vorlaufvierte mit angezogener Handbremse über 800 Meter Freistil die Ambitionen auf ihre erste von 4 möglichen Medaillen. Insgesamt war der Deutsche Schwimmverband DSV am ersten Wettkampftag im Tollcross International Swimming Center in 3 Finals vertreten. Die beiden Freistilstaffeln über 4x100 Meter, die schon mit dem Erreichen der Endläufe die Zielstellung erfüllt hatten, landeten auf Platz 7, Männer und 8 Frauen. Bundestrainer Lemmetz zufrieden: "Das war ein toller Auftakt", sagte Bundestrainer Henning Lemmertz, der bei seinen Athleten gar einen Mentalitätswechsel festgestellt hat. Sie gehen jetzt nicht mehr mit der Angst in die Rennen rein, zu verlieren, sondern mit dem Wunsch zu gewinnen. Das finde ich sehr schön. Wenig Grund zur Freude hatten die Ruderer an ihrem zweiten Wettkampftag. Nach dem Deutschland-Achter und dem Vierer ohne Steuerfrau schaffte am Freitag lediglich Marie-Louise Dreger im Leichtgewicht einer den Einzug ins EM-Finale. Die Luzern-Siegerin aus Schwerin zog als Zweite im Hoffnungslauf in den Kampf um die Medaillen ein. Alle anderen Boote des Deutschen Ruderverbandes, DRV, scheiterten vorzeitig. Deutschland-Achter im Finale. Die Ergebnisse heute sind natürlich sehr enttäuschend, sagte Bundestrainer Ralf Holtmeier. Am Samstag können noch der Doppelzweier und der Leichtgewichtseiner der Männer den Endlauf erreichen. Punkt. Die größten Titelhoffnungen ruhen bei der EM auf dem Deutschland-Achter, der mit einem Vorlaufsieg bereits am Donnerstag das Finalticket für Sonntag 13:45 Uhr gelöst hatte und zum 6. Mal in Folge triumphieren kann.